close to something, Jonah. I can feel it. Let's see what's up there. Was geht ab, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu einem geilen Gameplay zu Rise of the Tomb Raider. Vielleicht kennt es noch nicht jeder, denn das ist ein anderes Gameplay. Gleich fängt es auch an, was man jetzt nicht von der E3-Pressekonferenz auf der Microsoft-Pressekonferenz kennt. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe auch nur mal kurz reingeklickt. Das heißt, das meiste davon wird auch komplett neu für mich sein. Ist aber ganz cool, das werde ich einfach mal nebenbei meine Eindrücke schildern. Euch wieder mal ein paar Informationen geben zu dem Spiel, auch wenn ich das schon separat in einem extra Video zu Rise of the Tomb Raider gemacht habe. Das könnt ihr euch auch gerne mal geben. Ich werde es auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung verlinken. Und wenn euch so eine Art von Videos gefallen, ja, ich habe das ja schon bei Uncharted jetzt gemacht, lasst es mich gerne wissen. Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob es euch gefällt, was ihr vielleicht gerne sehen wolltet von mir in dieser Art und Weise. Und lasst auch gerne eine Bewertung da. Please don't try to find me. I need to do this alone. Ja, was man hier auf jeden Fall wieder sieht, ist, dass die gute Lara wieder sehr hart am Struggeln ist. Das war ja schon im Vorgänger so krass, dieser Unterschied zwischen den Cutscenes, wo sie ja auch im Deutschen sehr, sehr gequengelt hat und ja, scheiße, ich kann das nicht, ich bring Leute um und dann während des Gameplays bringst du 40 Millionen Leute um, einfach mal so locker mit Pfeil und Bogen und anderen Methoden. Mal sehen, wie sie das bei diesem Teil lösen. Wie ihr seht, spielt dieses Gameplay im Schnee, es gibt allerdings auch im neuen Teil mehrere verschiedene Orte, das sieht man ja auch in einem E3-Trailer, unter anderem Dschungel, Wüstensetting und so weiter, also das typische Lara Croft-Ding, Tomb Raider-Ding, dass du halt nicht nur an einem Ort bist, was ja beim Vorgänger schon der Fall war, du warst ja echt nur auf dieser einen Insel, die hatte zwar mehrere Abschnitte, ja gut, aber so von der, ich sag mal, Wetterdynamik, war ja jetzt nicht viel anders. Das spielt auch diesmal eine größere Rolle, man sieht es schon. Ja, sie kann jetzt hier nicht loslaufen, volle Pulle, sondern es ist hier ein Schneesturm. Die wird dadurch behindert, ihre Gegner werden dadurch behindert. Sie ist am Sammeln von Gegenständen, die man natürlich logischerweise benutzen kann, um sich neue Waffen herzustellen, Waffen zu verbessern. Auch das gab es ja vorher. Im Prinzip, an jeder Ecke gab es irgendwelche Kisten. Ihr habt vielleicht den Vorgänger gespielt, das war dann eher ein bisschen, ich sag mal, es hat keinen Sinn ergeben. Es hat keinen Sinn ergeben, warum an jeder Ecke irgendwelche Pfeilköcher stehen, an jeder Ecke irgendwelche Kisten stehen, die du dir mitnehmen kannst und dann deine Sachen verbessern kannst. Vielleicht haben sie das jetzt besser gelöst, wie man hier gerade gesehen hat. Wie gesagt, ich sehe das zum ersten Mal, dass du da einfach morsche Baumstämme oder Äste nimmst und daraus deine Sachen machst. Einmal, dass es einen anderen Touch bekommt. Ich meine, schlimm war es jetzt nicht, aber ich weiß nicht. Ist jetzt nicht so logisch, dass an jeder Ecke wirklich so irgendwelche Fallköcher stehen. Ansonsten kommt dieses Spiel ja vorerst in diesem Jahr exklusiv für die Xbox-Konsolen raus. Wie ich gesehen habe, nicht nur für die One, sondern auch für die 360. Allerdings, wenn ich das richtig gelesen habe, übernimmt die Version irgendein anderes Team, also nicht Crystal Dynamics direkt, oder ich erzähle jetzt Quatsch, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wer da draußen will die 360-Version? Jetzt ganz ehrlich, also vielleicht einer von euch noch, will da jemand die 360-Version noch von Rise of the Tomb Raider? Ich weiß nicht, also ich werde mir die Xbox One-Version natürlich logischerweise holen, ich werde sie mit euch let's playen und vielleicht... Moment. Worüber labern die? Ja, super. Am Ende höre ich auf zu quatschen selber. Vielleicht schauen wir uns dann irgendwann mal, wenn die PS4-Version rauskommt, das auch nochmal gemeinsam an. Ich weiß, ich habe letztens irgendwas gemunkelt, Rumors, Gerüchte gelesen, dass es vielleicht ungefähr ein halbes Jahr nach der Xbox-Version rauskommt. Weiß man nicht. Hier sieht man wieder das Crafting-System, was es ja auch schon im Vorgänger gab, dass du deine einzelnen Waffen aufbessern kannst. Und ich muss sagen, das hat Bock gemacht. Es hat einfach richtig Bock gemacht im Vorgänger. Es hat Spaß gemacht, die ganzen Sachen zu sammeln.
die ganzen Bauteile mitzunehmen, auch von gefallenen Gegnern und so weiter. Das ist spaßig. Es ist immer geil, einen Charakter aufzubauen. Es ist immer spaßig, seinen Charakter und seine Waffen und seine Ausrüstung zu verbessern. Das macht immer Bock. Es verbessert jedes Spiel, meiner Meinung nach. Ich sag das wirklich fast bei jeder Art dieser Videos, sage ich das, dass Rollenspielelemente, das heißt, dass du deinen Charakter aufbauen kannst, dass du deine Ausrüstung verbessern kannst, dass es jedes Spiel einfach nur besser machen kann. Ich kenne kein Spiel, wo es schlechter ist. Es sei denn, das Aufleveln an sich ist scheiße gemacht. Ja, ich weiß nicht, aber fällt mir jetzt kein Beispiel ein auf die Stelle. Oh-oh. Tja, Junge, die ist schon lange weg. Na, kommt sie jetzt aus der Ecke? All teams report in. What's the situation? Over. We found another camp up here. Wow, shit. Sind diese Szenen extra dafür da, um zu zeigen, Lara hat sich weiterentwickelt. Sie wird immer mehr zum Jäger, zur erfahrenen Schatzjägerin, Archäologin, die man aus den alten Teilen kennt, weil das soll ja auch so ein bisschen sein. Der letzte Teil war ja so ein bisschen die Neufindung für die Spielreihe, was sehr, sehr gelungen war, meiner Meinung nach. Und hier werden wir wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich eine sehen, die ein bisschen fortgeschrittener ist. Bisschen erfahrener ist. Bisschen abgeklärter ist. Ah, seht ihr? Guck mal hier, das ist auch cool. Pilze sammeln. Ja? Ich habe da ganz kurz jetzt ein Giftsymbol gesehen. Vielleicht kannst du da Giftpfeile bauen. Du kannst allerdings auch Nahrung sammeln. Ja, du musst dich auch selber verpflegen, soweit ich das gelesen habe. Du kannst auch Heilungsgegenstände herstellen, was weiß ich, Salben oder Verbände oder sowas. Kannst du auch herstellen. Dieses Survival-Ding soll anscheinend auch noch größer sein. Ja, hier sieht man, dass du tatsächlich diese Giftpfeile herstellen kannst. Und ich muss sagen, es sieht grandios aus, das Spiel. Es sieht grandios aus. Achtet mal drauf, wie die ihre Spuren im Schnee hinterlässt. Das ist richtig schön gemacht. Ich kann euch sagen, dieser Teil ist in der zweiten Hälfte des Jahres einer meiner absoluten Most Wanted Spieler. Ich hab so Bock. Und ich glaube, es wird großartig. Wenn es nur so gut wird wie der Vorgänger, ist es ein richtig geiles Spiel. Ich gehe aber stark davon aus, dass es einfach besser wird. Von allem einfach mehr. Ja, das Typische halt. Ja, ist jetzt nichts Besonderes. Mehr Locations, mehr Möglichkeiten, mehr Waffen, mehr Auflevel-Sachen und so weiter. So wird es wahrscheinlich sein. Aber passt. Reicht mir erstmal. These ruins here. I must be close to the lost city. Stimmt, da wurde das gerade erwähnt, das kann ich ja auch nochmal kurz hier in dem Video erwähnen, zumindest diese Ruinen, Tempel und so weiter, das wollen sie wieder stärker in die Story einbauen, in das Spiel einbauen, weil, ja, sind wir mal ehrlich, im Vorgänger war das eher so, ah, guck mal hier, hier ist ein Weg, ach, was haben wir denn da, wir haben da eine Wand, kloppen wir einfach mal ein Loch rein und machen da mal so einen Rätselraum rein, die werden sich schon freuen. So war das eher, also die waren schon okay, aber das war ja nichts, was du wirklich im Spiel eingebaut hast, das wirkte wirklich wie aufgesetzt. Das haben sie zu Herzen genommen, wollen es mehr wieder reinbringen, weil das ist ja Lara Croft, Alter. So kennen wir sie. Ist das ein Grizzly Bear? Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall diese Quicktime-Events, das werde ich jetzt schon wissen, die werde ich wieder verkacken erstmal. Bis ich 10-mal gestorben bin und dann schaffe ich sie. In
Jetzt kommt wieder eine typische Fluchtszene. Und das ist halt auch das Ding, meiner Meinung nach, was das so ein bisschen unterscheidet von Uncharted. Ich meine, Uncharted hat sich viel genommen vom Tomb Raider. Ist einfach ein Fakt. Aber dieses Survival-Ding, ich interagiere viel mit meiner Umwelt, indem ich Sachen sammle, crafte und so weiter, und da ist viel Natur in Aktion. Das ist eher Tomb Raider. Ja, gerade wenn man das mal so vergleicht mit der neuen Gameplay-Demo von Uncharted, das ist halt, du wirst von Menschen gejagt in großen Städten oder in kleineren Städten oder was weiß ich, bist mit Fahrzeugen unterwegs. Ich meine, klar, da gibt es auch Abschnitte, wo du irgendwelche Tempel erforscht und so weiter. Klar, das ist auch Uncharted typisch. Aber ich finde, hier ist es nochmal ein Ticken ausgeprägt und ich finde es gut, weil so soll es sein. So soll es sein. Es muss ja auch ein bisschen Unterschiede geben und nicht nur, dass der Charakter-Skin anders ist. Ja, das wäre auch ein bisschen langweilig. Schöne Sichtweite auch übrigens. Und diese Kistel-Dinge immer noch überall rum. Ja, ey, man könnte jetzt natürlich, also, ja, man muss natürlich, mir fällt gerade so ein anderer Vergleich, was ganz gut passt in diesem Survival-Ding, natürlich Last of Us. Da findest du auch an allen Ecken irgendwelche Sachen und kannst du da deine Heilungssachen herstellen. Aber, ja, ist ja nichts Neues in der Gaming-Branche. Dass sie sich, sage ich mal, gegenseitig inspirieren. Pass lieber auf. For some time. Tja, leg dich nicht mit einem Grizzly an. Ich weiß gar nicht, ob es ein Grizzly ist. Ich tue jetzt einfach mal so. Aber mit so einem Vieh. Klar, ist ein Videospiel. Normalerweise wäre die mit der ersten Pranken, mit dem ersten Pranken tot. Ah, das ist geil. Es ist geil einfach. Ich, wie gesagt, also wenn ihr mehr Informationen wollt zum Spiel, guckt euch mein richtiges, ausführliches Preview-Video zu Tomb Raider an, als ich definitiv viel, viel mehr zur Story, auch zu den Ereignissen, was uns so erwarten wird, bisschen mehr Informationen. Das ist halt einfach so ein bisschen, wir schauen uns gemeinsam das Gameplay an. Ich sage ein bisschen übel schlaue Worte. Ihr seid begeistert. Ihr denkt euch, Alter, der Typ hat echt Ahnung. Bei dem werde ich das Let's Play anschauen. Weil ich gehe mal davon aus, die meisten von euch haben eh eine PlayStation 4, nur, oder? Holt sich jemand selber das Spiel? Ich weiß es nicht, oder wartet ihr? Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, wenn man jetzt nur eine PS4 hat, dass man das aushält, ein paar Monate zu warten, bis dann Tomb Raider für die PS4 rauskommt. Ich glaube, das schafft niemand von euch, oder? Ich weiß es nicht. Aber hier seid ihr auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Hier sieht man noch den altbekannten Trailer, wo man so ein bisschen ein paar Locations sieht, dass man nicht nur im Winter und im Schnee unterwegs ist in Sibirien. Und ja, hier endet auch die Gameplay-Demo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf mehr solche Videos, so ein bisschen locker einfach drauf loszulegen, lasst mich gerne wissen, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar dazu da und schreibt vielleicht in die Kommentare, was ihr euch vorstellt, was ich machen könnte. Gibt ja einige Gameplay-Demos von der E3 noch, die man abhaken könnte. Das war's, haut rein und tschüss.